Ahoi, ihr Landrat, nur schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Jugend hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und ja, wir sind jetzt schon wieder auf dem Rückmarsch. Wir haben in der letzten Folge Operation Wesermündung quasi beendet und befinden uns jetzt auf dem Rückweg von der ganzen Geschichte. Und gut, wir haben ein, zwei kleinere Verluste, weil ich da vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Wir werden ihn gedenken in der stillen Schweigeminute. Irgendwann mal. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Und zwar sind wir jetzt schon wieder auf dem Rückmarsch. Von hier oben, nachdem die Operation abgegeben wurde. Vielleicht finden wir nochmal was zum Versenken unterwegs. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich denke mal, es ist eher wichtiger, dass wir zurückkommen und die nächsten Missionen machen. Das wäre, denke ich mal, das Wichtigste jetzt. Wir werden das jetzt mal beschleunigen. Oha, was ist denn da los? Sichtkontakt. Ein U-Boot. Ein anderes U-Boot. Sichtkontakt, anderes U-Boot. Na gut, okay. War jetzt nicht so weltbewegend wichtig für uns. So, okay, und weiter. So, wenn wir den mal einen Schichtwechsel nebenbei hier machen. Jawohl. So, zusehen, dass wir schnellstmöglich wieder nach Hause kommen. Puh, so müde. Böschchen geht ins Bett, ist okay. So. Zack. Jawohl. Zack. Melde mich zum Dienst. So, da sind wir jetzt quasi schon fast. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wieder in Wilhelmshaven. Mal schnell einen Schichtwechsel machen. Opa ist ja recht gut ausgeruht. Dann fahren wir jetzt erstmal rein wieder. Ja, bloß schön, wenn das Wetter langsam mal ein bisschen besser wird. Ständig nur Regen. Das ist alles eine Katastrophe hier. So. Jetzt lädt er natürlich erstmal den Hafenbereich. Das wird ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, das haben wir gleich geschafft. So. Da kommt er. Flip. Hallo? Spiel, bitte melde dich. Hast du schon wieder keinen Bock mehr? Ja, manchmal hat man so echt komische Ladefrequenzen zwischen. Ja, jetzt, da ist auf einmal Küste. Ganz cool. Aber na gut, okay. Auf diese Koordinaten setzen. Wir wissen Bescheid. Ab in den Hafen. Na, so. Auf diese Koordinaten setzen. Na, na. So. Und. So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann hier erstmal so durch. So. Können wir ja ein bisschen steiler ranfahren. Was haben wir jetzt? So. Kleine Fahrt. Wir müssen ja da nicht voll reinbrettern. In den Hafen. So. Und legen Sie den Kurs an. Hier rein. Sehr gut. Nichts verändert. Hafen bleibt Hafen.
Okay. Attacke. Rein in die Heimat. Und dann werden wir zusehen, dass wir uns um die nächsten Missionen kümmern, Freunde. Legen Sie den Kurs an. So. Das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Na, die Kiste macht heute aber auch Faxen. So. Okay. Jetzt sind wir zu Hause im Hafen. Mal abgeben die Kiste. Beim BDU wird viel. So, Simpson kriegt ein paar Punkte. Johanna. Und Opa. War jetzt nicht sehr weltbewegend. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Die Kampagne ist in die nächste Phase übergegangen. Sehr schön. Gut gemacht, Herr Kommandant. Ihr Verstärkungsdiversion Norwegens war ein Erfolg. Ihr Geschick und Tapferkeit als Superkommandant haben es Ihnen ermöglicht, Kriegs- und Truppenschiffe der Royal Navy abzufangen und ihre Bemühungen der Rückeroberung der großen norwegischen Häfen zu verhindern. Die Kapitäne der Kriegsschiffe sprechen in höchsten Tönen von ihrer Bereitschaft, Begleitschutz und Einsatz waren ein wichtiger Bestandteil Erfolg der Invasion. Okay, stolz auf die Leistung und hoffen, dass weitere Erfolge bei uns laufenden Kriegsanstrengungen setzen ihre vorne Arbeit fort. Machen wir. Okay, das haben wir auch. Sehr gut. Wie gesagt, 4 Tage waren wir unterwegs, 2 Stück haben wir nur versenkt. Ist nichts Weltbewegendes. Das sind die Funktelegramme, weil ich immer zu nah ran bin. Ist nicht viel los. Okay, wir haben 2 Verluste. Die müssen wir wieder ausgleichen. Aber erstmal. Dies sind die heutigen Aufträge. Neue Befehle vom Oberkommando. Wir machen gleich weiter, Mädels. Gleich in die nächste Mission rein. Wir müssten nämlich jetzt mal gucken. Oh, Spionage vom Hafen hier. Was ist das denn? Jetzt geht's aber scharf. Okay. Wir haben noch Tonnagekrieg. Weserübung. Was ist das denn? Die Invasion Norwegens ist im Gange. Truppenschiffe und Kriegsschiffe eskortiert werden. Alter Schwede, da geht's jetzt richtig weiter. Wie lange ist denn das vorhanden? Kann ich mir das irgendwie... Bis zum 10. Juni 1940. Weil ich würde gerne nochmal eine Folge Tonnage machen mit euch. Also eine Reise dahin. Dass wir den Tonnagekrieg mal abschließen. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Das werden wir auch machen. Und Minen legen, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh, aber das ist jetzt Minen legen in einem anderen Hafen. Oh. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Minen legen Postmord. Das ist ja mal was ganz anderes. Aber sehr schwer. Nein. 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 Ab in den Tonnagekrieg. Wir holen uns jetzt den Rest. Und beenden die Scheiße hier. So. So, okay. Neue Befehle haben wir. Da wissen wir jetzt schon mal Bescheid, wie es läuft. Versenken Sie Handelsschiffe in Wert von 10.000 Tonnen. 0 wurden versenkt. Das ist unser Ziel. Das werden wir erledigen. Vorab müssen wir aber erstmal in die Rekrutierung rein, Besatzungsmitglieder verwalten. Wir müssen, glaube ich, mal ein paar neue Leute an Bord holen, weil wir da ja so ein paar Verluste hatten. So, wir nehmen Klaus Vogel mit und Konrad Otto. Sehr gut. Auf Wiedersehen, die nehmen wir mit. Forschung haben wir 2 Punkte. Können wir denn irgendwas im HQ forschen gerade? Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouille. Auf zum Hauptquartier. Schauen wir mal.
T3. Aber nichts Cooles. Oh, der braucht 5 Punkte. Der braucht 3. Der braucht 3. Gut, wir könnten jetzt verbesserte Torpedo-Aufschlagzünder. Ich denke mal, da werden wir auch einen Ingenieur ranschicken. Marv, ran an den Speck. Kümmere dich mal darum, dass wir verbesserte Torpedos kriegen. So, dann gucken wir noch mal schnell, ob wir noch irgendwas gebrauchen können. Ich denke mal, ein bisschen Deckgeschützmunition wäre nicht verkehrt. Zeig mir, was wir gelagert haben. Okay, wir werden auf jeden Fall erstmal Ersatzteile kaufen, weil wir ja wieder Ersatzteile brauchen werden. Lebensmittel sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wir könnten Rindfleisch nochmal auffüllen. Brot ist voll. Gemüse nehmen wir nochmal mit. Bauchfleisch nehmen wir nochmal mit. Käse macht auch einen sehr gesunden Eindruck auf mich. Den nehmen wir auch nochmal mit. Kraftstoff einmal auftanken bitte. Torpedos. Oh, da fehlen ja ein paar. Stimmt. Dann packen wir doch mal hier T2 mal ein. Da war einer. T2, hier noch versteckter T2. So, die laden wir ein. Hecktorpedos sind alles okay. Gegenstände sind okay. Ausrüstung ist auch okay. Verlassen. So, Boot aufrüsten. Ganz wichtig, wir haben eine neue Batterie. Und die wollen wir natürlich einbauen. So, und zwar ist das Batteriestufe 2. Bam! So. Wird eingebaut. Okay. Ich bedanke mich. Sage auf Wiedersehen bei dir, mein Freund. Und 3 Tage sind wir außer Dienst und dann ist alles eingebaut. Auch die neue Batterie. Oh. Oh, Feindseligkeiten mit Norwegen. Ab sofort sind alle... Oh. Dann halten wir mal fest, meine Freunde. Ab sofort sind alle norwegischen Kriegsschiffe als feindlich zu betrachten. Und mit vollem Waffengebrauch zu bekämpfen, versucht britische Seestreitkräfte in die norwegischen Fjorde einzudringen, sind zu erwarten und müssen unter allen Umständen vereitelt werden. Das BDU. Okay, hier ist schon ordentlich was los. Ihr merkt das schon. Das wird hier jetzt mal richtig makaber langsam. Und hart. Okay, wir haben alles eingebaut. Unsere neue Batterie haben wir jetzt auch drin, denke ich mal. Ist die jetzt schon... Habe ich die jetzt überhaupt richtig aus? Ich gucke nochmal schneller. Was brauchst du, Herr Kaloy? So, was haben wir jetzt hier drin? Batteriestufe 2. Die Batterie der Stufe 2 erhöht die Kapazität der E-Motor im Vergleich zum Standard um 50%. Boom! So muss das sein. Lange tauchen. Okay. Ich sage, auf Wiedersehen, mein Freund, zu dir. So, und dann würde ich mal sagen. Herr Kaloy. Zwei Mann auf Brücke. Wir sind voll getankt. Wir sind voll beladen. Batterien werden gleich geladen. Ruhm- und Ansehenspunkte sind ordentlich verbraucht. Attacke. Wir fahren ab. Es ist 5.34 Uhr. Den 11. April. In 9 Tagen hat jemand Geburtstag. Da wollen wir aber nicht drüber reden. Und wir fahren jetzt los zu unserer nächsten Mission. Tonnagekrieg im keltischen Meer. Da müssen wir natürlich schnellstmöglich jetzt hinkommen. Damit wir da auch was erreichen. Durch den Ärmelkanal wäre natürlich produktiv, ist aber äußerst gefährlich. Aber ich denke mal, wir werden es mal wagen. Legen Sie den Kurs an. Und werden mal durch den Ärmelkanal fahren. Alleine nur schon, weil wir es können. Mit dem Schnorchel wäre das natürlich alles viel, viel besser. Den haben wir aber leider nicht. Aber wir müssen mal schauen, dass wir da jetzt mal hinkommen hier. Und da mal schnellstmöglich durchzischen. Obwohl die Sache mit Frankreich, das ist vielleicht, ist es nicht so produktiv. Wir fahren außen rum. Wir fahren außen rum. Kurs setzen. So. Da sind wir auch schon draußen. Sehr gut. So. Dann werden wir das mal beschleunigen. Und dann gehen wir schon mal auf AK. Äußerste Kraft voraus. Und dann machen wir mal Kette, dass wir da hinkommen. In aller Ruhe.
So. Läuft das schon mal ganz gut bei uns. Okay, wir laufen aus zu unserer nächsten Mission. Tonnagekrieg, letzte Etappe. Das werden wir hinkriegen. Ich werde jetzt aber an der Stelle Tschüss zu euch sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von U-Boot bei uns auf dem Kanal verpassen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.